Hey everybody, Mikey D hier am Mike und willkommen zurück zu Epic Fail Saga. Wir haben das sag mal aus dem Licht rausgehen, da verleitet es einen immer irgendwie komische Sachen zu machen. Ja, Freunde, hey everybody, Mikey D hier am Mike und willkommen zurück. Wie ich schon sagte, wir sind in Bulubulus Höhle, was auch immer ein Bulubulu sein soll. My baby, baby, balla, balla und so. Wahrscheinlich haben wir zu viel 50er Rock gehört. Rock'n'Roll und so, ne? Jedenfalls, wir sind hier immer noch, um eine Zutat zu finden. Um Leo zu retten. Und hier konnte man speichern. Das heißt wohl so viel, wie wir kriegen gleich ordentlich auf den Deckel. Nee. Wir heilen uns erstmal schnell, denn da kommt ein Kampf, da können wir uns sowas von sicher sein. So. Auf und davon! Noch nicht ganz. Was haben wir hier? Moment, was ist das? Eine Truhe. Noch mehr Truhen. Viele Truhen. Hihi. Alohol. Da können wir ja richtig feiern nachher. Kukolores. Und hier. Mantos. Still fresh. And the Maker. Okay, die Viecher sind da drüben. Gehen wir einmal ordentlich Viecher klopfen. Gunn, da oben ist die Mondblume. Damit können wir meinem Bruder das Leben retten. Nop! Was euch einfalle, Bulubulus Geburtstag zu stören. Ich stink sauer. Wir nehmen uns jetzt die Mondblume. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Nop! Euch wollen klauen, Bulubulus schöne Blume. Ihr wollt spinnen. Dein komischer Bulubulu interessiert uns nicht. Bulubulu kann uns mal. Warum musst du immer so eine große Klappe haben, Mann? Wer macht hier solche Geräusche? Gunn, reiß dich zusammen. Wir holen uns jetzt die Mondblume und verschwinden von hier. Ja, das ist eine gute Idee. Ich will nur weg hier. Ich fürchte, dafür ist es etwas zu spät. Bulubulu ist hier und er ist sehr sauer. I still don't want to know what a Bulubulu is. Wir schnell geben Bulubulu sein Geschenk und er dann wieder fröhlich. Mhm. Das ist Bulubulu! Ich muss zugeben, so wie Gunn gerade geschrien hat, das wollte ich gerade auch machen. Gunn, mein Bruder braucht die Blume, sonst wird er sterben. Ich will nicht, dass Leo stirbt. Dein Bruder wird nicht sterben. Ich bin nicht vor dem Waldschrecken geflohen und hier werde ich auch nicht davonlaufen. Außerdem, wie stark kann schon jemand sein, der seine eigenen Geburtstagsgeschenke auffrisst? Naja, das Vieh ist halt ein bisschen größer, ne? Kampfmusik? Oh boy, das Vieh ist echt schnell. Jawohl, geht so. Oh, okay. Heißt wohl ordentlich draufhauen und hoffen, dass er nicht so stark ist. Megawurm! Bulubulu! Ja, was jetzt? Ist er jetzt ein Bulubulu oder ein Megawurm? 30. Oh mein Gott, das hat ihm gar nichts abgezogen. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind unter Level für den Kampf. 12. Oh mein Gott, wir machen überhaupt keinen Schaden. Und nochmal, können wir ihn vielleicht so zurückhalten? Ich fürchte, das wird nichts bringen. Oh Gott, wir ziehen ihm überhaupt nichts ab, Freunde. Daneben. Okay, hoffen wir mal, dass er einfach weiter verfehlt. Und wir ballern mit den Techniken um uns. Und ich denke, die sind stärker als der Rest. Zack. 19. Oh Mann. Oh Mann, na das wird was. Ich könnte jetzt... Oh Gott, guckt euch das an. Der Typ hat ja bestimmt locker knappe 1000 Lebenspunkte. Und so viel, wie der uns da auch noch abzieht. Oh, das ist nicht gut, Freunde. Überhaupt nicht gut. Im Übrigen, ich habe jetzt mal in die Readme-Datei reingeguckt, wie ich in der letzten Folge schon gesagt hatte.
Und zwar, das Zaubersystem ist deaktiviert, weil es noch nicht fertig ist in der Version. Deswegen können wir das leider nicht angucken. Leider, leider. Leider, leider bleibt uns dieses erstmal verwehrt. Na, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass vielleicht an dem Game weitergearbeitet wird. Ich mag das Game. Und auch einige von euch auch. Na, Ascheherz, Super 17, wie wär's? Einmal ein bisschen weitermachen. 196. Wir sind definitiv zu schwach für diesen Boss. Oh Mann. Okay, wir probieren's. Puh. Ich mach nicht schnell davon. Wir spulen, was das Zeug hält. Denn dann sind alle fröhlich. Oh mein Gott, Freunde, ich weiß nicht, was ihr was sieht. Aber ich hoffe, dass wir durchhalten. Wenn wir das nicht tun, haben wir ein riesiges Problemchen. Das war ein riesiges. Oh Mann, das kann ich nicht tun. Los, ist es. Oh. Na, das ist ja überhaupt nicht los. Oh, geht's ja aus. Interessant. Wir drehen mal 2, 3, 4. Das kann funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Aber, das ist was, was wir nicht helfen. Ja, aber so. Das heißt, das kann ich nicht. Ich kann 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 nicht. So viel dazu. Ich glaube, ich muss ein bisschen leveln gehen. Wie eine Offenbarung kam es nun über den Helden. Jetzt in der letzten Stunde. Die weißen Gummibärchen schmeckten einfach viel besser als die roten und... Ups, ich muss in der Zeile verrutscht sein. Das kann natürlich so nicht stimmen. Die roten. Ich meine natürlich, dass das nicht das Ende sein kann. Ich ändere mal was an meiner Taktik ein bisschen. Ich ändere mal die Haltung. Denn naja... Machen ganz neutral und Kitzi wird zu bedacht. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Bis gleich. Ist doch alles doof hier. Boah, ich hab doch viel Raum. Und wieder Schaden nach. Oh Mann, das ist einfach. Was ist das hier? Ich hab keine Schaden. Oh, Jesus. Sechs. Alles ist richtig. Oh, ist langweilig. Was ist los hier? Ich lasse aus. Ach, nicht so. So, jetzt melde ich mich auch mal wieder zu Wort, weil es war ja alles fast forward gerade.
Wie ihr gesehen habt, ich habe ja den Modus geändert, komplett, und das hat ein paar Effekte. Nämlich, wenn wir in Bedacht sind, dann ziehen unsere Zauber um einiges mehr ab, nämlich über 100. Dafür gehen unsere Spezialtechniken nicht mehr so gut voran. Leider, aber irgendeinen Trade muss man ja machen bei so einem System. Da kam es ein bisschen langatmig und leider ein Stück weit langweilig, weil wir eben nicht so viel Technik zur Auswahl haben. Das ist ein bisschen doof, vor allem Kitzi ist relativ nutzlos, weil sie überhaupt keinen Schaden machen kann und ich brauche sie, um zu heilen und um Garn mit allem möglichen Mist hier voll zu stopfen, damit er eben, naja, zaubern kann. Ich glaube, noch ein Zauber, dann können wir so angreifen, dann reicht das. Aber Garn bekommt halt immer bloß, ja, die Hälfte. Das heißt, er muss dann immer blocken. Sonst funktioniert es nicht. Ja, ist echt ein bisschen ungünstig, weil der Kampf, der dauert extrem lange, finde ich. Ja, und hoffentlich überlebt Kitzi das. Sehr gut, Revenge Move. Mit etwas Glück sollte es das diese Runde gewesen sein. Oh, wie viel hat Kitzi? Das hältst du aus. Ja, komm, baller den Vitamin rein, was soll's. Gar nicht hoffentlich genug MP jetzt. Oh nein, hat er nicht. So ein Mist. Ich hab's vergessen. Okay. Block. Kitzi, nächste Runde. Haust ihn rein, Mädel, ne? Perfekt. Oh, Sieg. Oh, Wahnsinn. Und das beim zweiten Versuch. Unfassbar. Der Deck ist aber offen. Yummy. Yummy. Oh. Wahnsinn, wir haben es geschafft. Wie, habt nichts zu sagen? Wollt ihr mich veralbern? Das kann ja wohl nicht sein hier. Wie dem auch sei. Das ist also die Mondblume. Sie ist wunderschön. Ja, das stimmt. Mit ihrer Hilfe wird Leo wieder gesund. Hoffe ich zumindest. Flup. Garn, der Älteste hat dir den Blütenbeutel gegeben. Also gehört auch dir die Ehre. Bitte pflück ein paar Blüten. Danach können wir endlich gehen, die anderen warten sicher schon. Wie du möchtest. Es wird mir eine Ehre sein, die Blüten zu sammeln. Stopp! Bist du irre oder was? Ich sagte pflücken! Pflücken! Hast du mich verstanden? Ja! Ich pflücke! 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 Mit den Händen! Achso, sag das doch gleich. Ich wollte eh nur ein paar Blüten. Wird mir immer gleich das Schlimmste unterstellt. Du wolltest die Mondblume dem Erdboden gleich machen. Gar nicht wahr. Tada, sehr schön. So, das sollte reichen. Lass uns zurück ins Dorf gehen. Ja, lass uns gehen. Ich kann es kaum erwarten, dass Leo wieder gesund wird. Yippie. Und wir rasen, 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 düsen im Raseschritt. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Doch, nein, ja, vielleicht? Hier ist nix. Oh ja, Freunde, das war eine Geburt. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir deutlich länger zubringen werden mit diesen Kämpfen. Oder gerade mit diesem Kampf hier jetzt. Aber gut, so im Nachhinein betrachtet, macht es das Kampfsystem eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil, naja, so hat es funktioniert. So wie ich vorher gespielt habe, nämlich extrem offensiv und neutral zugleich, hat das ja nicht funktioniert, wie wir gesehen haben. Das Blöde ist eben, dass Kitzi so nutzlos ist und nur mit Item als Heiler dienen kann, sonst nicht. Das finde ich sehr ungünstig. Da könnte man vielleicht noch irgendwas machen, finde ich. Dass sie vielleicht auch noch eine Glyphe bekommt oder so. Oder die vorab equipped hat, damit sie auch was tun kann. Oder zumindest ein bisschen MP transferieren kann. Weil, wer weiß, vielleicht hätte ich ja nicht unbedingt genug Ricola gehabt, ne? Aber gut. Ältester, wir sind zurück. Okay, Tigan, sei Dank. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Wir haben die Mondblumenblüten mitgebracht. Es ist schon dunkel, wir müssen lange fort gewesen sein. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Nein, keineswegs. Alma versucht, Leo mit all ihren Kräften am Leben zu halten. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Alma benötigt die Blüten. Ja, es wird höchste Zeit. Geh und rette deinen Bruder.
Danke. Aber bitte verschieb deine Abreise doch auf morgen. Einverstanden. Jetzt würde ich den Weg eh nicht mehr finden. Kitzi verlässt die Gruppe. Ehe, nicht schon wieder. Ältester? Jetzt liegt es an euch. Leo, mein lieber Bruder. Leos Herz hat bereits vor Stunden aufgehört zu schlagen. Jedoch ist meine Magie stark genug, um seinen Tod herauszuzögern. Doch langsam erschöpft mich diese Prozedur. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg und du bringst mir die Blüten der Mondblume. Ja, wir hatten Erfolg. Ich bring dir die Mondblumenblüten und nun bitte ich dich, heile meinen Bruder. Gewiss, nun sollte ich imstande sein, sein Leiden zu verbannen. Eat this. Ja. Aha. Bamsicles. Ist das überstanden? Wo bin ich? Ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht, mein Bruder. Ja, Freunde, das Phoenix Down in Aktion. Ich verstehe nicht. Was ist denn überhaupt geschehen? Du wurdest vom Waldschrecken verletzt. Dein Zustand war so schlecht, dass wir dich schon aufgegeben hatten. Ja, ich denke, ich erinnere mich an den Kampf. Aber irgendwie fühle ich mich so komisch. Das ist die heilende Wirkung der Mondblume. Es fühlt sich aber anders an, ganz... jetzt geht es mir schon viel besser. Ist noch ganz der Alte. Am nächsten Morgen. So ein Schlamperich. Legt er seine Sachen auf den Boden. Na, so sieht's bei mir auch aus. Oh Mann, hoffentlich kann ich heute von ihr verschwinden. Mich plagen schon die Schuldgefühle. Wump. Oh yeah. Zack. Ich bin ja wirklich froh, dass ich den Leuten helfen konnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sie in Gefahr bringe, wenn ich noch länger bleibe. Ich muss wirklich gehen. Ratzinger, heute gehen wir wirklich. Irgendwie tut er mir ja auch leid. Muss die ganze Zeit in der engen Tasche sitzen. Ja, ja, ich glaube irgendwie nicht mehr daran, dass wir hier nochmal wegkommen. Jupp. Ach, Ratzinger, du bist mir so einer. Hey, Kitzi. Kitty? Guten Morgen, Gunn. Ja, jetzt heißt es Abschied nehmen. Das habe ich bereits. Wie jetzt? Muss ich das verstehen? Na, ganz einfach. Ich begleite dich. Ich habe mich bereits von allen verabschiedet. Ja, und was ist mit deinem Bruder? Du kannst Leo doch nicht einfach alleine lassen. Der ist doch gerade mal über den Berg. Willst du etwa nicht, dass ich mitkomme? Nein, das ist es nicht. Ich mache mir einfach Sorgen. Dann hör auf, dich zu sorgen. Wir sind doch ein gutes Team. Gut, einverstanden. Na, lass uns gehen. Yippie! Offizielles Party-Mitglied. So. Leo. Oh, kein Leo. Wahrscheinlich warten alle unten oder so. Ah, hier auch nicht. Dupdidu. Na, da ist er doch. Leo, was machst du denn hier? Ich dachte, du trainierst. Du bist also Gunn. Die Jäger loben dich in höchsten Tönen, aber mich wickelst du nicht so schnell an den kleinen Finger. Das ist auch nicht meine Absicht. Ich wollte nämlich gerade wieder gehen. Tschüss. Nicht so voreilig, du Langohr. Ah! Ich habe etwas nachgedacht. Ich bin nicht damit einverstanden, dass Kitzi mit dir geht. Auch wenn ich dir mein Leben verdanke. Dich mit meiner Schwester ziehen zu lassen, ist etwas anderes. Na klar, du hast den besten Teil ja auch verschlafen. Leo, du kannst mich nicht mehr umstimmen. Ich werde gern begleiten. Schwesterherz, du willst ohne den Segen deiner Sippe auf Reisen gehen?
Dann erlangen wir eben den Segen der Sippe. Was müssen wir tun? Garn, beweist dich und erlange den Segen von Garter im Kampf gegen mich. Ich fordere dich heraus. Ein Duell Mann gegen Mann. So soll es entschieden werden. Was zum... Ich soll dich vermöbeln? Das kommt mir reichlich unproduktiv vor, nachdem wir so viel Stress damit hatten, dich zu retten. Es geht aber nicht anders. Besiege mich und erhältst unseren Segen. Solltest du verlieren, musst du alleine gehen. Gut, einverstanden. Ich stelle mich dieser Prüfung. Leo, du wirst nur wieder verletzt. Wir treffen uns beim einsamen Riesen westlich des Dorfes. Ah. Okay. Na, das kann ja einfach nur mehr als heiter werden. Ja, meine Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, die Folge ist doch ein Ticken länger geworden. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ein bisschen mehr gesehen. Wir haben einen Endboss zur Strecke gebracht, einen weiteren. Wir werden in der nächsten Folge dann noch die Magieglüh für uns machen lassen. Ich hoffe, das kostet nicht allzu viel. Denn ich weiß nicht, wie viel Kohle wir gerade haben. Dann gucken wir das nächste Mal nach. Und dann... dann prügeln wir Leo wieder zurück ins Krankenhaus. Wenn er meint... Sein Ding. Ich wollte nicht. Ich habe gesagt nein, aber ja, wie dem auch sei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Epic Fail Saga. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio. Die Leute hier drehen voll am Rad.